Versuch Koordinaten. Boah, ich mit dem Auto dahin fahren, das dauert ja eine halbe Ewigkeit. 057 01 001. Alles klar. Hey. Zu viel fertig? Jo. Weil müssen wir das Auto mitnehmen? 10 km/h hier, ey. Das ist voll langsam, da fühle ich mich wie ein Opfer. Alter, Mann. Zelteplatz fahren. Ja, das ist kein Schaden. Nee. Ach was. Dafür ist der Ural ja da. Du arg. Das ist ein wichtiges Auto. Das Beste eigentlich, wenn es nicht blau wäre. Ja. Bei mir fährst du voll cool mit einer Hand nur. Das ist ein Volkswagen. Und dann muss er gut sein. Ich kann es nicht genau erklären. Jedenfalls, da steht irgendwas mit Volk. Volks. Wenn man ranzoomt, da sieht man nichts. Ey, der andere hatte doch gerade noch so Camping-Tents dabei, gell? Ey, wir hätten doch da jetzt einen mitnehmen können und gleich restartet auf der Server ein Camping-Tent irgendwo aufschlagen. Das ganze Zeug, was wir haben, Night und Gillis. Ich hab noch eins dabei. Achso, hey, dann können wir das doch machen. Bekommst du dann auch gleich noch dein Gillis-Suit? Weil ich habe ja ein Gillis-Suit dabei. Echt? Ja, schon. Cool. Also ich kann es ausziehen. Hier drinne? Hm? Umgekippter Stuhl. Ich guck hier nochmal. Kann sein, ein Engine oder sowas. Nee, Mann, wir sind zu schnell, bis das hier alles respawnt oder erscheint. Das dauert zu lange. Wir sind zu schnell fürs Spiel. Okay? Jo. Oder warum ist da drin? Ist gerade ein Zombie gespawnt. Guck da mal ein bisschen. Vielleicht kommen sie ja raus. Kann ich nicht. Mit linke Maustaste. Ja, geht nicht. Lol. Ist die Hupe kaputt? Nein. Ja, die vorderen Reifen sind auch so ein bisschen mitgenommen, weil die... Ja. Geil, ich fahre noch 77, also. Der Ural ist jetzt so keilförmig, weißt du? So vorne tief und hinten hoch. Ja, geil. Extra. Windschnittig. Sport Edition. Achso, ich kann vom Boot sagen. Alter. Alter? Achso, ja, nee. Bei mir bist du gerade so ein bisschen abgedriftet. Wie ist das schön? Oh, wie ist das schön?
Und wenn ich hier jetzt den ganzen Tag immer hin und her fahre, hier ist mir scheißegal. Wir können ja auch Frischlinge, die wir sehen, die spawnen, können wir ja auch mitnehmen. Könnte nicht gefährlich werden. Stimmt. Der muss lustig zum Lager fahren. Ja. Nee, dann schafft er sich noch eine Knarre hier raus. Nee, lieber nicht. Wir halten an, fahren rückwärts, dann holt uns hier Knarre raus, schießt uns ab mit dem Oral. Mhm. Oh, jetzt 60 Zombies. Ich bin beeindruckt. Sind wir jetzt hier? Wir sollen Ninchi. Ah. Oh, 90 Zombies. Oh. Kill. Schon wieder. Warte mal, Sol Ninchi ist ein möglicher Spawnpunkt. Jetzt hier warten oder was? Ja, weiß ich nicht. Da kommt der bei Kamenko raus, ne? Ja, wenn er 10 Sekunden nicht da ist, dann ist er wohl als gespawnt. Das ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm. Na, wahrscheinlich. Alter, von innen drin ist aber auch cool zu fahren. Fand ich voll leise. Ja, ne? Hier bin ich zum ersten Mal gespawnt, wo ich das Spiel angefangen habe. Ja? Ja, ich wusste nichts. So. Wohin? Keine Ahnung. Ist das nicht die Insel, wo der Heli spawnen kann? Das ist doch hier, oder? Ja. Stimmt. Autos auch fahren können? Schwimmen können? Ja, ob Autos auch fahren können. Mhm. Eine Ziege! Glaube nicht. Kamishovo! Hier habe ich meine erste Axt gefunden. Da war ich ja glücklich. Yeah. Fahr da hier einfach rechts durch die Baracke. Auf die Schiene, oder? Auf die andere Straße. Meinst du Schiene? Ja. Nee, Zug und so. Nee, das ist eine Straße.
Ja, na toll. Auto wegschieben? Nee. Nee. Wie realistisch. Schnell ist man da auf der Schiene. Naja, 50. Oh, da hinten sehe ich den Kran. Das kommt, ist Elektro jetzt. Alter, muss aber was abgehen. 113 Zombies. Nee, das war noch nicht. Oder? Nee. Doch, doch. Das war nicht Elektro. Doch, doch. Oh ja. Oh, hier ist ein Zombie. Hier muss ein Spieler sein. Nee, oder das wegen uns gespawnt. Nee, stimmt tatsächlich. Ich kann nicht hupen, Mann. Oh, man hört den Ural auch so. Muss nicht hupen. So, da haben wir auch schon mal einen Spieler gezeigt. Cerno, wir kommen. Ja, da kommt auch vorhin noch ein anderes Kaff. Oder? Ja, Rigoro. Anderes. Vor allem, wenn ich mal mit so einem Ural den Berg runterfahre, rechts von uns jetzt zum Beispiel. Den steinigen. Und denkst du dir? Ach Quatsch. Ich weiß nicht, was passiert dann. Oder geht der nur kaputt und liegt da unten? Ich denke schon, dass er kaputt gehen wird. Aber ob er explodieren wird? Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich wirst du eher in irgendeinem Felsen stecken bleiben und dann gar nicht mehr rauskommen. Ja. Aber da oben kann Quads bauen. Kann schon den Hafen von Cerno erkennen. Ja, da hinten ist er. Wollen wir hier links fahren oder? Kann man machen.